Hallöchen zurück, herzlich willkommen wieder bei Helion 3, ich bin euer TH. Willkommen zur Episode 4, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir haben angedockt. Da unten ist die Luftschleuse. Die Station ist unter Druck gesetzt. Wir haben, oh ja, genügend Ressourcenbehälter, da müssen wir erstmal ein bisschen Platz schaffen. Den werden wir mal hier ablegen. Einen werden wir behalten, definitiv. Falls was ist. Und Mensch, ich sehe gerade, wir haben doch die Magazine noch seit Anfang an. Brauchen wir jetzt gerade mal überhaupt nicht. Deswegen packen wir die einfach mal weg. So. Okay. Was haben wir diese Folge vor? Wir wollen diese Folge uns in eine sehr sichere, so sagt man, sichere Umlaufbahn bringen. Rund um Betier für den Anfang. Ja, wir haben zurzeit zwei Module gedockt, also das Hauptmodul und die Airlock. Ich glaube bis zu, das müssen wir gleich mal rausfinden, wenn wir jetzt, ich werde es mal einfach mal an, nee, Umlaufbahn ist auch blöd, ich wähle es jetzt einfach mal an, zwei Module. Okay, es wird leider nicht angezeigt, also zwei ist noch in Ordnung. Ich glaube bei vier sagt er schon, ist nicht machbar, machen wir nicht, geht nicht, ja. Von daher ist jetzt die Hauptangelegenheit, erstmal die Station sicher auf Bahn zu bringen. Das können wir in Betür tun, Betür tun, ja. Man könnte es auch in Eridil machen, Eridil, jawohl, Eridil machen. Da weiß ich allerdings nicht, wir gehen mal kurz die Seppen mal hin. Da bin ich mir halt nicht völlig sicher, ob wir da entsprechenden Gut quasi erzeugen können. Wirklich nicht. Also für den Anfang ist es schon sinnvoll, einfach hier einen entsprechend dünnen Orbit zu machen. Also Hintergrund dabei ist ja, dass zurzeit wir ja noch alleine hier auf dem Server sind. Das kann sich aber jederzeit ändern und meistens dann zu den Zeiten, wo man nicht da ist, bedeutet, man kann nicht reagieren. Wäre die grundlegende Überlegung, einen Orbit quasi zu wechseln oder in einen Orbit reinzukommen, der aus dem Scan-Bereich von Anfangsschiffen liegt. Ja, wenn wir später entscheiden, wir haben genügend Ressourcen und wir können auch mal umziehen, dann könnte man theoretisch seine Grundmodule abdocken mit oder seine Zusatzmodule abdocken mit den Grundmodulen, die man haben möchte, also für die Grundversorgung, losfliegen zu einem anderen Planeten. Beispielsweise, ich gehe nochmal, ich guck mal raus, ja, beispielsweise man sagt, ich möchte ganz gerne hier Iridil oder zu Atna, ja, Atna heißt es, nicht? Namen hier. Hirith. Ob so könnte es heißen. Hier würde ich nicht empfehlen, ja. Hatte ich auch überlegt, bin ich ganz ehrlich, denke, oh cool, das liegt so abseits, wunderbar. Und an dieser Stelle nochmal schönen Gruß an mich mit Hund. Ja, auch ein YouTuber, der Helion YouTubiert, wenn man mal so will. Der wiederum gesagt hat, ja, kannst du machen. Aber da hinten kriegst du keinen Strom. Also zumindest was die Solarpanels betrifft. Und da bin ich dann doch eher schon skeptisch gewesen. Ja, also wer Bock hat, der kann sich auch gerne mal Let's Plays von Ich mit Hund angucken. Ja, ich weiß noch nicht, wann ich die Kanäle abonniere. Also wie gesagt, der Kanal bei mir ist ja neu. Und natürlich auch Partnerkanäle abonnieren. Aber ich weiß auch noch nicht, wann ich das mache. Also wer jetzt zu Anfang dieses Video sieht und noch keine Verlinkung in meinem Kanal, der gibt einfach mal einen mich mit Hund, Helion, mich mit Hund. Und dann müsst ihr den Mann auch schon finden. Ja, er arbeitet auch mit Facecam. Ist ein sehr ruhiger Geselle, aber also ich persönlich mag ihm gerne zugucken. So viel dazu. Also so viel Eigenwerbung will ich dann ja auch nicht machen.
grundlegend. Also, wir erstellen uns einen Custom Orbit und sehen zu, dass wir natürlich schöne Auslegung. Konnte man denn nicht auch? Doch, man konnte doch. Ah, sehr schön. Ja, richtig. Wollen wir mal ausrichten. Schöne hohe Laufbahn. Und einen entsprechend weiten Orbit. So. Ich würde vorschlagen, das Problem ist jetzt 200, man richtet nicht raus. Raus. Stundenorbital. Ja, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, aber ich wollte eigentlich gucken, wenn wir das Ding jetzt mal richtig aufziehen. Dingen jetzt mal richtig aufziehen, dann sind wir komplett außerhalb, ja? Komplett außerhalb. So, wenn ich jetzt Warp zumache. Heidewitzka! Das nimmt mal richtig Warpzelle weg. Ja, seht ihr das? Das nimmt richtig Warpzelle weg. Ist ein bisschen overtuned, weil. Wobei, nein, eigentlich ist es nicht overtuned, ja? Also, wir fliegen ja mit Modulen. Das bedeutet, je mehr Module, desto kräftiger wird die Warpzelle belastet. Docke ich jetzt meine Station oben ab und fliege einzeln, dann dürfte das irgendwo in dem unteren Bereich sein. Das heißt, für Scavenging und diese ganze Geschichte sollte das alles noch funktionabel sein. Und wir sind außerhalb der Anfangsscan-Bereiche. Von daher wird die Fähigkeit zu gering. Wir werden nochmal zur Ausrichtung ein bisschen rüber rangehen, initialisieren wir das ganze Ding und richten unser Schiff mit der gekoppelten Basis einfach mal aus. Das ist schon mal totaler Blödsinn, weil da fliege ich ja direkt durch den Planeten. Das macht ja keinen Sinn. Ah, das wäre wieder lustig geworden. Die ganze Nummer umsonst. Okay, wo sind wir? Da oben, Custom Orbit. Warp zu. So, wollen wir doch einfach mal diesen Punkt hier verschieben. Wir werden ihn mal dahin packen. Mal sehen, wo wir dahin kommen. So, da haben wir doch schon. Realisiert. Das ist aber auch immer schwierig mit den Brüdern hier. Ja. Oh. Heilige. Das sieht aber gut aus. So, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung, das mal auf dem Weg zu probieren. Wir sind jetzt fast 4 Minuten unterwegs, 5 Minuten unterwegs. Im Kern, sage ich jetzt einfach mal. Okay, 3:30, habe ich ein bisschen geirrt. Die Zeit vergessen, die es benötigt, um sich auszurichten. ETA, jawohl, 2:03, noch irgendwas. Ja. Okay, was ist das nächste Ziel? Das nächste Ziel ist, merke ich gerade mal, den Timer zu starten. Weil ich glaube, dass wir hier schon locker 10 Minuten unterwegs sind. Und ich auch nicht möchte, dass die Folgen allzu lang werden. So. Ich habe mich schon mal die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich, wenn ich jetzt die Außenschleuse öffne und direkt aus dem Schiff, was sich im Warp befindet, durch die Luftschleuse fliege. Aber grundlegend möchte ich das jetzt erstmal gar nicht wissen. Okay, also. Was wollte ich hier nochmal? Ach ja, genau. Hier wollte ich eigentlich gar nichts. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen rumlaufen und die Zeit totschlagen. Und euch ein bisschen in den Orb quatschen. Nein, auch das wollte ich nicht. Okay, also, wir haben dann unsere Umlaufbahn, setzen unsere Mutter und das erste, was wir dann als nächstes versuchen sollten, logischerweise ist,
zu scavengen. Also entweder ein Stationsteil dazu zu gewinnen, entweder ein komplettes Power-Modul, Entschuldigung, ist müde, komplettes Power-Modul oder halt ein Produktionsmodul mit einem Solarmodul dran. Wäre auch eine Maßnahme, könnte man auch durchziehen. Wäre mir sogar lieb, denn so ein Power Supply, also so ein Power Modul zu begasen, so ein Power Modul zu begasen, habe ich im Singleplayer versucht. Das sind fast 1200 oder 1,2 Tonnen Sauerstoff. Die hat man ja mal nicht ebenso in der Tasche. Und da ist so ein kleines Korridormodul mit Solarpanels, was im Grunde fürs Erste auch ausreicht, um die Grundarten zu befeuern, schon besser. Also, der erste Plan, der jetzt gleich entstehen sollte, wenn wir in einer Minute 25 am Zielort angekommen sind, abdocken und entsprechend loszufliegen und so ein Produktionsmodul zu finden. Beziehungsweise so ein Produktionsmodul mit einem Solarmodul zu finden. Ja, das wäre das erste Ziel. Und da wollen wir mal drauf hinarbeiten. Genau. Ausgerüstet sind wir eigentlich ganz gut. Wie gesagt, wir haben jetzt genügend an Sauerstoff. Das können wir nochmal eben nachgucken. Wie verhält sich denn der Airfilter? Ah, er hat genügend Sauerstoff, um hier die Air Quality auf 100% zu halten. Das ist auch so. Müsste eigentlich mal gucken, eigentlich ist 200 Sauerstoff echt viel, ob wir das nicht doch noch ein bisschen rüberschieben können. Aber grundlegend hält das ja erstmal, ne? Ja, wir sind auch hauptsächlich mit dem Schiff hier unterwegs, von daher dann lassen wir das einfach mal so. Okay, 4, 3, 2, 1 und zack, Ankunft. Okay, hier ist natürlich grundlegend erstmal nichts. Ja, die Sonne und grundlegend erstmal nichts. Kein Planet, kein gar nichts. Wir gucken uns mal draußen eben einmal um. Ja, wir sind, wie ihr seht, in Anführungsstrichen sehr weit entfernt. Ja, man kann da hinten den einen Mond sehen. Entweder ist das Everest Station oder Broken Marble. Und da hinten, den, das scheint der Burner-Mond zu sein. So, und ansonsten kann ich zurzeit noch gar nicht viel erkennen. Auf jeden Fall sind wir recht weit von unserem Ausgangspunkt entfernt. Das wiederum, würde ich sagen, schließt dann eher darauf, dass wir auch gegenüber anderen vielleicht gar nicht so entsprechend wahrgenommen werden. Des Anstands halber möchte ich jetzt allerdings noch einmal die Station so ausrichten, dass sie zumindest mit der Airlock oh mein, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ich glaube. Ah, da ist er, so. Ein wenig ausrichten, dass wir ein etwas schöneres Bild haben. Ein etwas schöneres Bild. Wir wollen ja sehen, wo wir hergekommen sind. Ja, deswegen richten wir die Station einfach mal so. So. Das dürfte jetzt eigentlich grundlegend
nichts an der Position getan haben. Richtig, wir gucken nochmal. Wir befinden uns immer noch in einem Stable Orbit, jawohl. Okay, sehr schön. Ja, eigentlich bleibt nichts weiter zu tun, als abzukoppeln. Und mal loszufliegen. Und schon entfernen wir uns von der Station. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, wir sind weiter weg. So. 17, 18, 20 Meter. Wir reduzieren das Ganze nochmal. Wir können in diesem Zustand bleiben. Und wir schauen jetzt einfach mal, dass wir Power Section, Production Section, nach Burner fliegen. Aber jetzt auch nicht aus. Auch einfach mal dahin fliegen. Wir können doch einfach mal scannen. Haha! Ja, aber wie wir sehen wir nichts. Warum wir nichts sehen wir gleich. Wir könnten auch einfach mal gucken, was die Everest Station so anbietet. Ich glaube, das könnte sogar der kürzere Weg sein. Ja, man sieht, wir sind abgedockt, wir verbrauchen dann entsprechend nicht so viel. Wollen mal gucken, dass wir so nah wie möglich rankommen. Dann werden wir mal initialisieren und uns schon mal ausrichten. Mal sehen, was wir so mitnehmen können. Der ganze Geschichte. Oh, oh, ja. Leichte Lags, merke ich gerade. Aber nur ganz leichte, das haben wir schnell wieder im Griff. So. Ja. Ja, was kann ich noch sagen? Also, wie gesagt, Online-Multiplayer-Projekt. Wir werden mal schauen, wie wir zugange kommen. Ob wir überhaupt eine Sonne haben. Ja, haben wir Helion, aber ob wir im Spiel überhaupt eine Sonne haben. Ich sage mal so, ich werde vielleicht Zeit haben, so alle zwei Tage mal online zu gehen, in Anführungsstrichen, um längere Projekte zu machen, also Let's Play-Aufnahmen. Aber zwischendurch werde ich auch mal online gucken, denn wie gesagt, es ist ja alles so, dass es auch an Haltbarkeit abnimmt und muss repariert werden. Also zwischendurch werde ich mal reinschauen und mal reparieren. Werde dazu keine Aufnahme machen, weil das vielleicht 5 Minuten sind, maximal 10 Minuten und das lohnt sich einfach nicht. Aber ich vermute und hoffe immer so, dass ich alle 2 Tage mal so 2-3 Folgen aufnehmen kann, die ich dann auch wieder online stellen kann. Sollte man da dann aber feststellen, dass man nach einem Tag quasi jedes Mal ausgeraubt ist und geplündert ist. Aber dann hat das alles so keinen Nährwert. Ja, man will ja nicht jedes Mal wieder dasselbe machen. Ja, also jedes Mal, es wird euch ja aufnerven, jedes Mal wieder, ach, jetzt müssen wir wieder Sauerstoff haben, weil alles flöten gegangen ist. Und das Produktionsmodul haben sie uns geklaut und das Schiff haben sie uns geklaut und wir haben DTDT. Macht ja keinen Spaß, immer so weiterzumachen. Klar, das gehört zum Survival dazu, das ist schon richtig. Und mal kann das auch passieren. Und wenn das mal passiert, ist das ja auch kein Beinbruch. Aber permanent macht halt dann auch keinen Spaß. Von daher habe ich auch die Idee, Wetter, sagen wir mal so, sollte uns das zu sehr auf den Sack gehen, dann werden wir uns halt einfach einen Server bei Trado mieten. Ja, und mal sehen, wie weit wir da drauf kommen. Und vielleicht kriegen wir auch noch Verstärkungen durch ein, zwei andere Spieler noch. Aber das steht halt noch in den Sternen, das weiß ich halt noch nicht. Ja, das ist so der Grundüberlegung, der Grundplan. Des Weiteren, wer ihn es interessiert, jetzt mache ich natürlich noch ein weiteres Video, was auf meinem Kanal noch so weiter passieren wird. Sprich, andere Let's Plays, die ich angehen werde. Von daher schaut immer noch mal in die Übersicht, wenn da irgendwann mal das große Infovideo zum Gaming-Kanal
GH Gaming Kanal kommt, dann einfach mal reinseppen, dann hört ihr ungefähr, was so diese nächsten Projekte sind, also die nächsten Let's Plays, die ich ganz gerne in Angriff nehmen möchte. Da sind mir so ein, zwei, drei Titel, fallen mir dazu ein, die gehören aber jetzt nicht hierher, von daher werde ich es in einem extra Video ankündigen. Ja, das ist so das, was ich in der Zeit, in der wir hier rumwarpen, so sagen kann und sagen wollte. Ja. Jo. Und ansonsten schauen wir mal, was uns dieses Let's Play hier so bringt. Achso, was ich noch gucken wollte. Einmal, wir haben ja noch 40 Sekunden. Haben wir denn überhaupt? Ich glaube nämlich nicht. Nee, haben wir nicht. Schade, haben wir nicht. Okay. Ja, wir brauchen unbedingt so einen Singularitätsdetonator, der pusht nochmal die Reichweite, glaube ich. Pusht der die Reichweite oder pusht der... Ah, wir müssen das mal angucken. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der die Reichweite pusht oder den Verbrauch senkt. Ja, und dann brauchen wir hier noch diese Kerneindämmungsfelder. Die holen dann auch nochmal sehr gut die Kapazität der Batterie, erhöhen die auf jeden Fall. So, ich sehe hier Trümmer rumfliegen. Ich sehe es doll. Oh. Storage E1, Production E3. Wir werden 262 Kilometer. Nee, aber weit abgeschossen, wa? Na gut, okay, werden wir es mal ausprobieren. Richten wir uns mal aus und dann gehen wir mal ein bisschen Zündung auf die Düsen. Ja, Düsen ist ein gutes Stichwort. Haben wir gar nicht. Ja, wir haben nur Manövriertriebwerke. Aber das sollte ja den meisten bekannt sein. Ach, wir können auch... Mache ich mir das Leben hier so schwer, ernsthaft? Also, gehen wir doch mal rein. Gucken mal, wo wir sind. Da, wir sind da. Wir wollen dahin und wir warten da jetzt mal hin, oder was? Das kann doch nicht schwer sein. Bevor wir uns jetzt abmühen, ne? Da machen wir es uns doch einfach. Da springen wir doch jetzt noch irgendwie, ich glaube, das müssen jetzt so 10 Sekunden sein oder so, weil allzu lange ist das definitiv nicht. Ja, wie gesagt, 10 Sekunden, ja. Man muss halt immer die Ausrichtungszeit oder die Aktivierzeit halt immer nochmal wieder davon abziehen. Da ist das Production Section. Meine Herren, meine Freunde, ich glaube, wir haben Glück. Das sieht aus wie ein intaktes Produktionsmodul, was uns echt mal einen guten Vorteil verschaffen kann. Und da ist sogar ein Solarpanel mit dran. Da ist sogar ein Solarpanel dran. Ich muss mal eben ganz kurz still sein, damit ich das hier anständig ausrichte. Also, das sieht echt gut aus. Ja, wir haben ein Solarpanel, wir haben ein T-Stück und wir haben ein Produktionsmodul. Ich glaube, wir sollten versuchen, mit allen drei hochzukommen. Ja, ich glaube schon. Oder zumindest die drei anzukoppeln und dann noch ein bisschen zu scrappen, wenn man so will. Vielleicht wir sogar noch ein Bohrsystem zusammen. Ja? Wir schauen erstmal und entscheiden uns dann. Ja, sehr gut. So, innen schließen, Helmchen auf und Außentür auf. Sauerstoff haben wir noch. Das ist doch echt, mein Gott, das ist aber Glück. Also das ist mir, selbst im Singleplayer hatte ich nicht so schnell Glück.
wahrscheinlich. Nein. Scheint auch nicht zu sein. Da ist ein Fernlöscher. Das ist. Jetzt ja erstmal etwas weniger, ob wir dann Feuerlöscher haben oder nicht. Wir müssten eigentlich schon wieder Gravity sein. Ist das richtig? Nein, hier ist kein Gravity. Ist kein Gravity und das. Ach, guck mal an. In den Boden gebackt, aber noch gefunden hier. Das ist ja schon mal gut. So. Ja, ich weiß, da hinten geht es zum Production Motor. Ich würde ganz gerne einmal kurz hier lang gucken, ob wir hier noch interessante Sachen haben. Steckt sich ja manchmal auch immer noch mal was Gutes. Oha, was ist denn das? Seht ihr das? Hier muss irgendwas passiert sein, Freunde. Irgendwie? Also, dass das hier einfach so rumliegt, das ist sehr ungewöhnlich. Das ist sehr ungewöhnlich. Mal den Druckanzug. Anzug kann man immer gebrauchen. So, hoffentlich backt er jetzt nicht weg, wenn ich den einmal release. Hallo? Oh, das ist aber knapp. Der war fast wieder rausgeflogen. Sehr gut. Das wäre es jetzt gewesen. So, nehmen wir mal da mal hin. Und alles, was ich jetzt mal finde, erstmal hier rein. Erstmal ablegen. Erstmal ablegen. Das können wir uns nachher alles angucken. Erstmal ablegen. Erstmal ablegen. Genau, genau, genau. Also auch das muss ich sagen, Freunde, das hatte ich auch noch nicht. Warum das hier einfach so rumschwebt. Ich meine, ich freue mich drüber. Aber da hätte ich jetzt schon wieder Angst, dass wieder irgendwo ein Spieler um die Ecke sitzt und versucht mir gleich das Leben schwer zu machen. Und das kann ja durchaus passieren. Hier ist nämlich noch ein Helm. Hier, das sind die Sachen. Den nimmt man mit. Waffen auch nicht gerade wie. Ja, auch mit und dann geht das gleich wieder zurück. Oder es ist buggy, das kann natürlich auch sein. Quasi ein Spawn-Bug oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob das. Oh, oh. Keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ob es das gibt. Ich habe es jetzt noch bei keinem gesehen, in Anführungsstrichen. Aber hey, das muss ja nichts heißen, ne? Das muss ja nichts heißen. So, dann haben wir hier schon mal Druckanzug. Das ist gar nicht so schlecht. Einen zusätzlichen Helm.
Das die andere Waffe auch, weil ich glaube, vorstellen. Dahin. Nein. Was dahin? Ah ja, genau. War ein großes Teil, deswegen geht das nicht so. Waffe nochmal dahin. Zu. Dann schauen wir mal, was wir noch so können, ne? Nein, ich verklicke mich auch in einer Tour. Atmosphäre weg. Außentür auf. Und bevor wir jetzt wieder rausgehen. Leute, es tut mir leid, aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Also von daher, wir sehen uns gleich wieder zur Episode 5, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 6, eins von beiden. Und dann sehen wir, was wir, wie wir, was wir noch so alles bekommen und ob wir diese Module angedockt bekommen. Bis dahin, ciao, ciao, euer TH.